Diese Schüler finden Mobbing doof, wie die meisten Jugendlichen. Aber würden sie auch einschreiten, wenn in ihrer Umgebung gemobbt wird? Um das herauszufinden, untersuchen Forscher heute ihr Mitgefühl. Sie wollen endlich verstehen, warum die meisten Menschen Mobbing ablehnen, aber so wenige etwas dagegen tun. Diesen Widerspruch versuchen wir aufzuklären, indem wir eben die Mechanismen suchen, die für das Nichthelfen zuständig sind oder das verantworten. Ihre Vermutung, Jugendliche, die nicht helfen, erkennen zwar das Leid des Opfers, aber sie sind blockiert und können aus noch unbekannten Gründen nicht handeln. Die Jugendlichen werden jetzt den Film Ben X ansehen. Er erzählt die Geschichte eines Mobbing-Opfers. Um herauszufinden, wie und wann die Jugendlichen auf den Film reagieren, messen zwei Elektroden die Hautleitfähigkeit. Je höher die ist, desto mehr Schweiß produzieren die Schüler. Je mehr Schweiß, desto mehr Stresshormone. Viermal pro Sekunde messen die Elektroden. 20 Minuten dauert die Filmsequenz. Schon in der ersten Schlüsselszene reagieren einige Jugendliche. Ben, das Mobbing-Opfer, wird von seinen Mitschülern im Bus heftig angegangen. Hey, Benny Boy, unser Marsmensch. Hallo. Whitney Houston, Benny Boy. Hallo, Benny Boy, bitte komm. Over, Benny Boy. Kannst du mich hören? Benny Boy. Vom Wichsen wird man taub. Einige Probanden sind deutlich gestresst. Das zeigen die Messkurven. Die Gemeinheiten der Mitschüler im Film werden immer heftiger. Jetzt wird Ben auch in der Klasse gehänselt und angegriffen. Er wurde gedemütigt und geschlagen. Sie haben ihn kaputt gemacht. Selbst Jesus zweifelt an Gott. Und er gibt sich. Das heißt also, dass Gott. Gott verdammt nochmal! Bogart! Du sollst Ben gefälligst in Ruhe lassen! In der dritten Schlüsselszene eskaliert das Mobbing. Die Kurven zusammen ergeben zunächst ein chaotisches Bild. Die Messergebnisse zeigen ungefiltert den Stress der Jugendlichen. Doch dann entdecken die Forscher drei charakteristische Muster. Die erste Gruppe empfindet kaum Stress, die Kurve bleibt flach. Vermutlich ist das typisch für Täter und ihre Assistenten. Die zweite Gruppe der Schüler empfindet Stress nur bei Szenen mit Gewalt. Hier vermuten die Forscher die Verteidiger. Bei der dritten Gruppe schwanken die Kurven heftig und steigen insgesamt immer höher. Hinweis auf eine ständige und wachsende innere Anspannung. Das wären in einer realen Situation vielleicht die Außenstehenden. Diese Person versteht und sieht, wie es dem Opfer geht. Und dieses Gefühl oder dieses Empfundene ist aversiv. Das heißt, man möchte eigentlich dieses Gefühl in sich nicht drin haben. Und das funktioniert eben nur durch Wegschauen. Oder sich der Situation entziehen. Die Ergebnisse sind ein erster Anhaltspunkt, wie die Forscher in Gruppen, in denen Mobbing stattfindet, die Außenstehenden identifizieren können, noch bevor es losgeht. Die Außenstehenden, so die Theorie, sind zunächst gestresst und dann gelähmt durch das starke Mitfühlen. Persönliches Leid ist erlernt und etabliert sich vor allen Dingen während der Jugendzeit. Faktoren, die das begünstigen können, sind zum Beispiel ein zu kalter negativer Erziehungsstil oder ein zu beschützender Erziehungsstil, weil in beiden Fällen dem Kind eigentlich die Chance geraubt wird, Emotionen zu verstehen, wie sie entstehen, wie man mit ihnen umgehen kann und wie sie zu deuten sind. Die Forscher wollen solche Schüler nicht auf die Couch schicken. Stattdessen sollten sie von Lehrern und Mitschülern immer wieder ermuntert und unterstützt werden, einzugreifen. Nur so können sie ihren Stress und damit die Blockade überwinden und für die Opfer kämpfen. Moment mal, ihr seid noch hier? Das kann nur eine Sache bedeuten. Ihr
liebt Wissenschaft. Dann wäre es jetzt nur die logische Konsequenz, sich einer dieser Videos anzuschauen oder direkt zu abonnieren. Vertraut mir, ist wissenschaftlich geprüft.